Der nächste oben ist Peter Roth. 33 war er am 30. Jänner. Sein unwiderruflich letzter Slalom-Durchgang. Er hört nach diesen Olympischen Spielen auf und fädelt ein oben. Er fädelt bei Tor Nummer 2 ein und Tomba bleibt vorne und hat eine Medaille. Ist denn das möglich? Alberto Tomba schafft eine Medaille und der Peter Roth zeigt jetzt Nerven. Das mit 33 Jahren. Da fährt er weg. Schauen Sie sich das an. Setzt zum zweiten Schwung an und bleibt da schon hängen. Jetzt kommt Jetil André Ormond. 1-0-4 sein Vorsprung auf Tomba. Silber in der Abfahrt. Silber in der Kombination. Und auch er rutscht ab. Auch Ormond scheidet aus. Was ist jetzt los mit diesem Slalom? Sikora scheidet aus, Roth scheidet aus, Ormond scheidet aus. Tomba führt, hat schlechtestenfalls Silber wie vor 2 Jahren in Le Menier. Und Medaille bereits für Slowenien, Jurek Koschir. Auch beim zweiten Tor, nicht eingefädelt, sondern abgerutscht oben auf diesem steilen, eisigen Stück, dem einzigen eisigen Stück des ganzen Kurses. Hei, 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 was ist da los? Thomas, lass dich bitte nicht davon anstecken jetzt. Thomas Stangassinger, 3 Scheiden aus. Sikora, Roth, Ormond. Und er geht jetzt hier herum. Schaut, glaube ich, gar nicht zur Piste hin. Gibt lieber Interviews. So steht's. Alberto Tomba führt. Koschir ist Zweiter. Kunz ist Dritter. Vogtö, Jacke, Backet auf den nächsten Plätzen. Und nur einer ist noch oben und das ist ein Österreicher. Das ist Thomas Stangassinger, der 1,84 Vorsprung hat auf Alberto Tomba. Eine kleine Ewigkeit. Komm bitte um diese ersten 3, 4 Tore herum. Dann ist der halbe Erfolg eingefahren. Alles Gute, Thomas Stangassinger. Er hat sich diesen möglichen Medaillenerfolg verdient. Ja, Zeit hat er, Zeit hat er. Er hat hier oben das Tempo vernünftigerweise reduziert. Dort ist es ganz schwierig zu fahren gewesen. Und jetzt muss er langsam in den Rhythmus kommen. Kommt jetzt mit 1,13,98, einmal mit 1,6 Vorsprung dorthin. Hat nur 2 Zehntel oben verloren. Thomas aus Dürnberg bei Hallein. 2 Medaillen bei Weltmeisterschaften im Slalom. Großer Sieger von Kitzbühel, 2. im Slalom-Weltcup. Aber der ganz große Erfolg, der ist so knapp. Zwischenzeit jetzt 1,34,82. 76 Hundertstel hat er noch Guthaben für den unteren Abschnitt. Thomas Stangassinger, Einfahrt, jetzt in den letzten Steilhang, jetzt noch etwa 20 Tore, man kann fast nicht hinschauen, Thomas Stangassinger, der 28-jährige Salzburger, so nahe ist er zu einem großen Erfolg, 57, halten wir die Daumen, 58, kommt Thomas, 59, 2, 2, 1 und Gold für Österreich, Gold für Thomas Stangassinger, meine Damen und Herren, war das spannend jetzt. Silber für Alberto Tomba. Jei, das war etwas. Um Gottes Willen, so eine Entscheidung. Da übertrage ich 20 Jahre Skirennen und dann gibt es so eine Entscheidung. Sikora, Roth, Ormond scheiden aus und der Thomas Stangassinger schafft es. Er schafft es hauchdünn um 15 Hundertstel Sekunden. Aber wir haben so oft mit Hundertstel Sekunden hier eine Medaille verloren und jetzt haben wir mit Hundertstel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Thomas Stangassinger. Der Olympiasieger im Slalom und erlauben Sie mir jetzt den einen Satz, auch im Hinblick auf die Alpinen, die im Kreuzfeuer der Kritik hier sehr oft standen. Ende gut, nicht alles gut, aber Ende gut und ein versöhnlicher Ausgang der Alpinbewerbe für Österreich bei diesen Olympischen Spielen. Thomas Stangassinger hat sich diesen Olympiasieg verdient und er hat ihn gerade noch ins Ziel gebracht.